Buonasera, buonasera, meine Freunde, guten Abend, meine Schalker-Freunde. Ja, das ist jetzt wirklich ein Transfer-Überraschung. Ich bin ja ehrlich, das, für mich ist das eine Transfer-Überraschung. Wenn das wirklich so sein sollte, wie es stimmt, wie es gerade überall steht, ich sehe das ja überall auf Facebook, Instagram, überall steht das in der Bild, Kika, dann muss ja vielleicht wirklich was dran sein. Weder Ibisevic wechselt zu Schalke. Ja. Ich war ehrlich so erstaunt. Ich bin vom Hocker fast gefallen. Ehrlich, ich bin vom Hocker fast gefallen. Jetzt frage ich mich, jetzt selber, was wollen die mit einem 36-jährigen Stürmer? Ja. Er ist ablösefrei? Okay. Kann man verstehen? Ablösefrei. Kommt in den Gehälter von den 2,5 Millionen Obergrenze. Wird ja auch nicht viel verlangt, weil er ist ja ablösefrei. 36 Jahre. Berlin hat ihn ja nicht verlängert. Steht ohne Verein da, braucht Kohle. Ja, und wenn Schalke anklopft, ist ja klar, dass der nicht Nein sagt. Da gibt es ja Geld für nichts tun. Wie sehe ich den Transfer? Ich sehe den nicht so gut. Ich bin ehrlich, ich finde den nicht so gut, weil... wir haben ja gesagt, wir setzen jetzt auf die Jugendspieler und auf Spieler, die wirklich bei Schalke spielen wollen. Aber jetzt mal ehrlich, das ist ja meine Meinung. Jeder kann ja anders denken, aber was willst du mit einem 36-Jährigen? Ich kann mich da, aber seine Zeit ist für mich vorbei. Ich kann mich auch täuschen, aber das, der Ibisevic ist kein Ibrahimovic. Weil manche denken sich, boah, guck mal, der Ibra mit 38 da bei AC, oder 6 oder 37 bei AC Mailand und guck mal, was der macht. Ja, aber das ist Ibra. So, aber ey, wir reden über Ibisevic, 36 Jahre alt. Ey, macht Schalke schon wieder so einen Fehler? Mann, ich weiß das nicht. Ich weiß, die sind verzweifelt, wir suchen einen Stürmer, aber doch nicht so verzweifelt. Sorry, liebe Schalke, dann hätte ich lieber den Philipp Hoffmann mir geholt. Vom Karlsruhe SC. Er hat meine Jugend bei uns gespielt, in der A-Jugend. Und letztes Mal, der Elgert hat über den geredet oder geschwärmt, wie der sich entwickelt hat und wie der bei Karlsruhe zu einem Führungsspieler geworden ist. Der ist 27 Jahre alt. Der hat in Karlsruhe, jetzt in dieser Saison, hat er in 33 Spielen 17 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Ist jetzt nicht, meine Güte, ist jetzt nicht, was weiß ich, so kein Stürmer, der 40 Buben gemacht hat. Aber der ist 27 Jahre. Und sein Marktwert ist 1,5 Millionen. Und der Elgert hat ja auch gesagt, der hat sich richtig gut entwickelt. Der reißt sich den Arsch auf. Und ich bin ehrlich, bevor ich den Ibisevic geholt hätte, oder den geholt, einen 36-Jährigen, dann hätte ich doch lieber den Philipp Hoffmann geholt, von der zweiten Liga. Der schon bei Schalke in der Jugend gespielt hat. Dann hätte ich lieber ihn geholt, der ist dann noch 27 Jahre, kann noch ein paar Jahre spielen. Aber da wüsste ich ganz genau, dieser Junge wird sich den Arsch aufreißen für uns. Ey, und dann holen sie halt eben so schnell, tut mir leid, ich finde diesen Transfer nicht okay. Um Gottes Willen, ne? Ibisevic kann mich auch besseren belehren. Wenn er spielt, macht er 20 Tore, dann feiere ich den, ist kein Problem. Aber ich sehe das in meinen Augen, der falsche Transfer. Ist so. Für mich ein 36-Jährigen, nein. Ja, okay, er hat, vielleicht kann sein, er hat Erfahrung, kann die jungen Spieler führen, aber dann setzt du einen 36-Jährigen im Sturm und lässt dann wieder einen Kutucu draußen oder einen Rahman draußen. Sorry, dann verstehe ich auch die Welt nicht. Dann stimmt irgendwie auf Schalke nicht der Scouting-Abteilung. Da könnte ich Ausscouter werden. Ja, so, Entschuldigung, da könnte ich Ausscouter werden und fertig. Nein, aber jetzt mal ehrlich, da hätte ich lieber den Philipp Hoffmann geholt, vom Karlsruhe SC. Der hat bei uns gespielt. 33 Spiele, 17 Tore, 3 Vorlagen. 1,5 Millionen Ablöse ist sein Marktwert. Sorry, für mich, der Transfer mit Ibisevic finde ich nicht gut. Ist meine Meinung. Jeder kann das anders sehen, um Gottes Willen. Ne? Aber wenn er dann zu uns kommt, ist klar, werde ich niemals negativ über den Mann sagen. Ich meinte,
Das wäre die Transferpolitik bei uns wieder. Über das rede ich gerade. Transferpolitik, was ich jetzt wieder nicht gut finde, was die gemacht haben. Nicht über den Spieler. Über den Spieler habe ich gar nichts zu sagen, weil Ibisevic, wir wissen, wo der in Hoffenheim war und auch die letzten Jahre in Berlin hat er auch seine Tore gemacht, um Gottes Willen. Aber es geht bei mir um die Transferpolitik bei Schalke. Ja, dann, wenn er wirklich zu uns kommen sollte, dann grüße ich Vedat Ibisevic. Glückwunsch. Du bist bei einem geilen Club. Dann sagen wir zum neuen Stürmer herzlich willkommen beim Schalke 04. Ja, meine Freunde, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr zu diesem Transfer sagt. Bin ich wirklich gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass die Meinungen verschieden sind, aber soll auch so sein. Ich mag es zu diskutieren, aber ich bin gespannt. Meine Freunde, ihr wisst Bescheid. Lasst ein kleines Abo, wenn es euch gefällt. Mit der Glocke deaktivieren. Ding, ding, ding. Oder teilen, teilen, teilen. Ihr könnt mir auch ein Like lassen. Oder wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch den hier zeigen. Okay, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Euer Schalker.